Willkommen zu einem neuen TagView Vlog. Diesmal wollen wir uns Ubuntu 20.04, die neue LTS-Version von Ubuntu, etwas näher anschauen. Das Tolle an der neuen Ubuntu-Version ist, es gibt eine Vollverschlüsselung, die möglich ist in der neuen LTS-Version. Und hier seht ihr gerade den Sperrdialog, den ich habe. Und dann muss ich mein super geniales geheimes Passwort eingeben, um das System überhaupt booten zu können. Und ihr seht, Crypt Setup läuft durch und es prüft dann auch im Normalfall die Festplatte. Das macht es auch bei den neuen Installationsmedien oder Live-Medien. Und dann gelange ich hier auf meinen Login-Manager, da kann ich mich anmelden. Und keine Angst, die Auflösung wird gleich besser sein. Nachdem ich mich angemeldet habe, lande ich dann auf dem Standard-Ubuntu-Desktop, der eine modifizierte GNOME-Variante da mit daherkommt. Und diese Version ist eine angepasste Version. Ihr seht schon an den Icons, da hat sich was getan. Ubuntu hat dort aktualisiert und hat dort einiges an Sachen, Einstellungen angepasst. Wir gehen mal in die Einstellungen hinein. Und sehen dort eben unter Info, dass es sich um ein Ubuntu 20.04 handelt, LTS 64-Bit mit einer GNOME 3.36.1er Version. Und das läuft gerade aktuell bei mir unter einem KVM. Wenn ich bei Softwareaktualisierung draufklicke, aktualisiert, kriegen wir hier die Möglichkeit, die Aktualisierung einzustellen. Ich habe eigentlich erwartet, dass der Software Manager sich meldet zur Aktualisierung, aber in dem Fall hat er das nicht gemacht. Eine der Neuerungen von Ubuntu 20.04 ist eben die Darstellung. Da kann man auch draufklicken und haben wir drei verschiedene Möglichkeiten, unser System darzustellen. Ich öffne mal den Dateimanager Nautilus hier und da kann man das dann sehen, wenn ich auch mal auf hell wechsle, wie das dann sich auch ändert. Das wäre also das helle Design. Da gibt es auch ein passendes Hintergrundbild. Wir können mal einen Hintergrund ändern, dann haben wir dann so ein helles Design. Das würde passend zum Hintergrund sein. Oder wir können auch einfach unter Darstellung auf Dunkel gehen und dann haben wir ein komplett dunkles Design. Standardmäßig wird aber ein Mix aus beidem benutzt, das heißt ein dunkler Rand auf die Fensterrahmen im Grunde genommen. Es gibt ja keine echten Fensterrahmen, sondern auf diese Toolleisten hier. Und der Rest des Systems ist dann etwas heller gestaltet. Ein schönes neues Design, wie ich finde. Auch die Icons sind gut gelungen, wie man hier sehen kann. Das ist das neue Focal Fossa Design, das in Ubuntu 20.04 Focal Fossa Einzug gehalten hat. Als neue LTS-Version basiert Ubuntu natürlich auch auf einem LTS-Kernel und bietet dann mit dem Kernel Version 5.4 auch ja, relativ aktuelle Unterstützung für Hardware. Und da gibt es also überhaupt keinerlei Probleme, was das angeht. Ansonsten ist im System auch dank der neuen GNOME-Version die Möglichkeit gegeben, dass man unter den Anzeigeeinstellungen die fraktionale Skalierung einschalten kann, die einem nicht nur erlaubt, 100 und 200, sondern auch 125% zu skalieren. Warum er jetzt hier die Auflösung auch noch gewechselt hat, das kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall kann man hier die fraktionale Skalierung an- und ausschalten und hat dann die Möglichkeit auf 125% zu gehen. Eine freie Skalierung ist allerdings nicht möglich. Da habe ich also zumindest nichts gefunden, womit ich das machen kann. Wechseln wir mal wieder die Auflösung zu etwas Nutzbarem. Ah, jetzt, wenn ich die Auflösung gewechselt habe, habe ich auch noch weitere Skalierungsmöglichkeiten, wie man sehen kann. Interessant, interessant. Okay, wir wechseln nochmal auf Full HD und der Nachtmodus sei noch erwähnt, der ist standardmäßig ausgeschaltet. Ich habe den jetzt eingeschaltet schon. Der hat eben die Möglichkeit, dass man vom Sonnenuntergang oder vom Aufgang dann eben das System etwas mehr rötlich einfärbt und dem Blauton von LCD-Monitoren dann entgegenzuwirken und dann das Ganze auch nachtverträglich zu machen. Die neue Version hat einen Extended Security Maintenance, also ESM. Da hat einer bei der Politik aufgepasst. Und unterstützt jetzt bis zu 10 Jahre Support aus der Main-Quelle, aber auch aus dem Universe Repository. Das war bisher nur zahlenden Kunden vorbehalten. Das möchte Canonical jetzt aufweichen und möchte dies nun kostenlos auf Privatpersonen ausweiten und auch für Ubuntu 18.04 anbieten. Dazu wird die Unterscheidung zwischen Privatpersonen und Unternehmen noch nicht richtig klargestellt von Canonical, was jetzt eine Privatperson ist, was jetzt ein Unternehmen ist, weil Unternehmen weiterhin bezahlen sollen müssen, aber Privatpersonen nicht. Deshalb müssen wir mal schauen, ob da noch eine genauere Klausel da rauskommt.
Ja, ansonsten haben wir hier das ganz normale, übliche Ubuntu-System, wie man es kennt, aber in einer etwas schnelleren Variante. Das heißt, wir kriegen auch die Standardanwendungen, Firefox, Thunderbird, Dateien, Rhythmbox, LibreOffice Writer, Ubuntu Software. Ubuntu Software wurde weiterhin aufgebohrt. So sieht das Ganze aus. Ist ein bisschen was, ja, minimalistisch gehalten, aber was man sehr schnell merkt, ist, wenn man auf irgendwas draufklickt, zum Beispiel bei den Empfehlungen auf Shortcut, wird einem das Ubuntu Software Center meistens Quellen aus dem Snap Store, Snapcraft anbieten, wie zum Beispiel hier Snapcraft, die letzte stabile Version von Shotcut. Oben rechts haben wir den Kanal, den man festlegen kann, wo man verschiedene Versionen und sich anschauen kann. Und hier sind meistens die Snapcraft-Varianten Stable, Candidate, Beta und Edge mit drin. Also falls es da eine neue Version gibt, hier ist in dem Fall nicht, aber wenn wir mal Chromium uns anschauen, haben wir hier Version 81 aus der Snapcraft-Quelle. Wenn wir das mal vergleichen, ich mache mal ein Terminal auf und suche mal nach Chromium. Und da sehen wir, dass hier in der normalen Quelle die Version 80, wo ist es, wo ist es, wo ist es, Chromium Browser Version 80 angeboten wird in der normalen Vogelfosser-Quelle, also der normalen apt-get-Quelle im Grunde genommen, oder Debian-Deb-Quelle. Und hier eben im Software Center Version 81 aus dem Snap Store, Snapcraft.io angeboten wird. Es gibt sogar noch weitere Versionen, neuere Versionen. Wenn ich hier oben auf den Kanal klicke, habe ich die Möglichkeit, mir den Release-Kandidaten herunterzuladen. Das ist in dem Fall die gleiche Version, aber auch die Beta-Version 83 oder sogar die Latest Edge-Version 84 vom Chromium. Falls ich Webentwickler bin und mit den neuesten Versionen mithalten möchte oder einfach mal neu testen möchte, ist das sicherlich eine sehr interessante Geschichte, die Canonical da anbietet. Und das findet sich bei, glaube ich, fast allen der Empfehlungen, die sie hier haben. Sogar der Zoom-Client wird gerade empfohlen. Naja, ob ich den so empfehlen würde, aber der wird eben auch aus der Snapcraft.io-Quelle geladen und ist sogar proprietär. Das heißt, wir kriegen auch proprietäre Software hier angeboten. Es erweitert in jedem Fall dann den Funktionsumfang, naja, den Funktionsumfang vielleicht nicht so sehr, aber die App-Auswahl in jeder Hinsicht, und das ist vielleicht eine gute Sache für den einen und anderen. GNOME-Karten zum Beispiel wird aber auch aus der normalen Ubuntu-Fokke-Quelle heruntergeladen. Das heißt, nicht jede Software wird aus Snapcraft.io heruntergeladen, sondern da gibt es eben auch Sachen, die hier aus der Ubuntu-Quelle selber heruntergeladen werden. Es ist also ein bunter Mix, und in dem Ubuntu Software Center Tool merkt man das nicht so sehr, wenn man nicht zumindest genau hinschaut. Schön ist, dass eben standardmäßig einem die aktuellste Version angeboten wird, die aktuellste stabile Version. Wohl beachtet, weil Chromium natürlich hier, das ist instabil, nicht Version 84, sondern 81 ist stabil. Wir haben dann installierte Anwendungen hier, und wir haben natürlich auch die Möglichkeit zu aktualisieren. Das können wir hier machen. Ansonsten gibt es noch eine Hilfe. Das ist im Grunde genommen GNOME-Hilfe mit ein bisschen was Ubuntu, Eigenkram mit drin. Sachen Software kann man hier sehen. Haben wir verschiedene Software häufig eingesetzt. Klicken wir auf alle. Und dort gibt es jetzt eine neue Funktion aus Ubuntu, nee, aus GNOME 3, die Möglichkeit, dass man hier eben die Möglichkeit hat, Ordner umzubenennen oder selbst zu erzeugen. Es gibt einen kleinen Bug, ihr seht, wenn ich runterscrolle, ich kriege die nicht mehr angezeigt, die Namen zum Terminal, zum Rechner, zur Aktivitätsanzeige. Aber den kann man einfach beheben. Man zieht zum Beispiel den Kalender hier rein. Das ist die neue Funktion und hat dann die Möglichkeit, hier den Kalender zu sehen. Und wenn ich jetzt runterscrolle, ist er wieder wunderbar zu sehen und alles ist wunderbar zu sehen. Ich kann den Kalender auch wieder rausziehen und habe jetzt das kleine Problemchen gelöst, wie ihr hier seht. Ja, so kann ich eben auch neue Ordner erzeugen, indem ich Sachen einfach übereinander ziehe. Beispielsweise möchte ich die ganzen LibreOffice-Kram in einem Ordner haben und kann dann sagen, okay, dann ziehe ich hier rein. Wo ist der Ordner jetzt? Da oben, Büro. Hat mir sogar einen extra Büro-Ordner angezeigt. Das heißt, da muss ich noch nicht mal extra einen Ordner für erzeugen, sondern er macht das semi-intelligent, indem er herausfindet, okay, in welcher Kategorie sollten die eigentlich drinstecken bei einem standardklassischen Menü, und erzeugt mir dann dieses Menü, falls die Dokumente in dem gleichen Menüeintrag drinnen wären. Also das ist eine sehr geschickte Geschichte. Da muss ich also selber nichts machen. Sehr, sehr schön, wie ich finde. Startmedienersteller ist hier, eine Textbearbeitung ist mit dabei. Das ist, glaube ich, Gedit, ja genau. Das ist einfach nur ein Texteditor würde ich das eigentlich nennen. Nun ja, ist mit dabei. Die GNOME-Anwendung hier mit der Möglichkeit, alles im Grunde genommen in der Tool-Leiste zu haben, ist sicherlich dem einen und anderen auch bekannt. Ist mir ein bisschen unbekannt, aber ja, wer es mag.
Sehr schön ist, dass es die Möglichkeit gibt, hier direkt aus dem Menü das Live-Patch aufzurufen. Das ermöglicht einem automatisch live auf dem System ein Kernel-Update auszuführen, ohne dass man das System neu starten muss. Dazu muss man allerdings bei Canonical angemeldet sein, um diese Sicherheitsaktualisierung, das Live-Patching nutzen zu können. Aber schön, dass es dort einen Link gibt im Menü, damit man das dann auch finden kann. Ja, optische Veränderungen habe ich euch gezeigt. Schneller startet das Ganze auch. Das liegt dadurch, das liegt einfach daran, dass wir, wenn wir uns mal LSLH Boot anschauen und uns dann hier das initrd anschauen, dann werden wir sehen, das ist jetzt 81 MB groß. Das wird jetzt mit dem LZ4-Verfahren kodiert, komprimiert, und dadurch ist es schneller auszulesen, und beim Hochfahren geht es also alles deutlich schneller als noch bei der letzten Version. Ihr habt ein kleines Beepen gehört, es gibt ein neues Audio-Thema, glaube ich. Zumindest kommt mir dieser Startup-Sound nicht bekannt vor von der älteren Version. Ansonsten ist das GNOME-System natürlich aufgebohrt. Das sorgt dafür, dass das ganze System ein bisschen schlanker wirkt, ein bisschen schlanker und schneller läuft. Wir können hier sehen, 1,2 GB werden gerade verwendet auf dem System in Sachen Arbeitsspeicher, und die CPU hat fast gar keine Auslastung, was das angeht. Ich habe es gerade frisch installiert, habe keine weiteren Sachen installiert. Dann sehen wir, auf der Festplatte selber haben wir jetzt 7,5 GB noch verfügbar von 13 GB. Die zur Verfügung stehen. 5 GB sind etwa belegt bei der Standardinstallation, mit eben der Möglichkeit der Verschlüsselung, die ich hier eingeschaltet habe, und auch der Möglichkeit, dass man sagt, dass Software-Updates und auch Codecs und Drittanbieter und WLAN-Treiber und so weiter und so fort auch bei der Installation mit nachinstalliert werden sollten. Im Vergleich zu GNOME gibt es natürlich einige Anpassungen. Wir haben zum einen Desktop-Icons, die hier angeboten werden. Das ist nicht handelsüblich bei GNOME, nicht mehr dabei. Das ist also hinzugepatcht. Außerdem glaube ich, das Rechtsklick-Menü ist auch neu. Da gibt es also die Möglichkeit, hier die Anzeigeeinstellungen direkt aufzurufen und in Einstellungen hineinzuspringen, um dann zum Beispiel Maus-Sachen einzustellen. Aber auch andere Anwendungseinstellungen stehen einem zur Verfügung. Da sieht man auch die zahlreichen Programme, die installiert sind standardmäßig, Shotwell als Fotomanager zum Beispiel. Und da kann man dann draufklicken, und dann kann man sich zusätzlich noch einige Einstellungen hier anschauen und ja, durchführen. Sehr schön finde ich die Möglichkeit, wenn man das System hochfährt, wird man direkt nach Online-Konten gefragt. Das ist ja so eine GNOME-Standardeinstellung. Es wurden mir standardmäßig diese ersten oberen drei nur angezeigt. Und ich musste dann, glaube ich, auch weiterklicken, um noch mehr anzeigen zu können. Ihr seht, hier gibt es zahlreiche Konten, die ich hinzufügen kann. Da ist das schon sehr schön gemacht, weil man dann im Grunde genommen seine Google-Kontakte oder auch Kalendereinträge direkt bekommt und sein E-Mail-Programm natürlich auch nicht irgendwie konfigurieren muss. Wobei, glaube ich, Thunderbird die Sachen nicht übernimmt, sondern das geht nur mit Evolution. Aber insgesamt ist das, glaube ich, eine tolle Geschichte, dass man das direkt einrichten kann. Ich hätte mir zum Beispiel meine Nextcloud direkt hier eingerichtet, wenn ich denn gewollt hätte. Ja, in Sachen Klang, wie gesagt, gibt es ein neues Klangbild. Kann es auch testen hier, wenn man möchte, linke, rechte Seite. Weiß nicht, ob man es im Hintergrund gehört hat. Auf jeden Fall, es funktioniert auch. Und man kann natürlich hier verschiedene Tonarten auswählen für den Warnton zum Beispiel. Ich finde, der Standardton ist durchaus gelungen. So, das war es im Grunde genommen schon für meine kleine Übersicht zu Ubuntu 20.04. Alle diejenigen noch, die ein Ubuntu 18.04 LTS ihr eigen nennen, die können langsam sich damit drauf einstellen, auf die neue Version zu updaten. Es bietet sehr, sehr viele Funktionen. Probleme sind mir keine aufgefallen bei meinem kurzen Test. Und es bietet sehr, sehr viele gute Funktionen, neue Funktionen. Das neue Design gefällt mir. Das ist natürlich Geschmackssache. Aber was mir vor allen Dingen gefällt, ist der neue Speed des GNOME 3 Desktops und eben das bisschen mehr an Funktionalität. Der Ubuntu Store gefällt mir ziemlich gut, weil eben die nahtlose Integration von Snaps und eben auch den ganz normalen Softwarequellen es einem ermöglicht, immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben, was bestimmte Softwareangebote angeht. Und ich kann euch sagen, ich habe Snaps auch teilweise auf anderen Systemen benutzt. Auf meinem Hauptsystem zum Beispiel ist mein Standard-Webbrowser Chromium aus der Snapcraft-Quelle mit VA-API-Support sogar. Das ist mittlerweile, glaube ich, auch hier mit drin, sodass ihr auch ein bisschen was mehr Strom spart. Das ist der
große Grund, weshalb ich das dann auch benutze. Der andere große Grund ist, man kriegt tatsächlich sehr häufig Aktualisierungen. Und wenn man dann irgendwo liest, Chrome wurde gerade aktualisiert oder Chromium wurde in der neuen Version vorgelegt, dann ist es relativ schnell auch bei Snapcraft.io direkt mit dabei. Und ich kriege eben ein Browser-Update. Das hat also schon seine Vorteile. Das war's für mein kleines Video. Falls ihr Ubuntu 20.04 LTS ausprobiert habt, noch ein paar neue interessante Funktionen herausgefunden habt, dann könnt ihr mir das sagen. Eine Funktion möchte ich noch kurz nicht unerwähnt lassen. ZFS-Support ist experimentell mit dabei, aber das müsst ihr explizit im Installer auswählen unter den erweiterten Einstellungen. Und da steht auch ganz groß in fetten Lettern drauf, dass das experimentell ist. Deshalb habe ich da die Finger von gelassen. Und dieses verschlüsselte Standard-LVM-System würde ich da eher empfehlen. Ist es also ein gelungenes System, ein gelungenes Upgrade für die 18.04er-Version. Falls jetzt 20.04.1 rauskommt oder 20.04.2, spätestens dann sollte Canonical wahrscheinlich das Ganze auch für 18.04 Nutzer anbieten als System-Upgrade. Und da könnt ihr dann aus meiner Erfahrung her problemlos dann auch die Upgrade-Taste drücken. Da gibt es also wenig, was ich hier an dieser neuen Version bemängeln würde, sondern ich würde eher sagen, das ist eine Empfehlung wert, gerade wenn man noch auf Version 18.04 setzt. Ansonsten aktuell gut zum Ausprobieren, gut zum Anschauen, mal das Live-System booten, gucken, was es da für Veränderungen gibt und wie schnell so der Speed ist, ob der Hardware-Support ordentlich mit der neuen Kernel funktioniert. Man kriegt weiterhin natürlich die Kernel-Updates auch auf 18.04, also falls ihr ein stabiles System habt und sowieso nicht darüber überlegt, einen neuen Rechner einzurichten oder so, dann bleibt bei der aktuellen Version. Das war's für diesen TechView Vlog und für meine kurze Übersicht zum Ubuntu 20.04 LTS Standardsystem mit eben GNOME. Bis zum nächsten Mal. Ciao.